Die nächste Abwesenheit kommt bestimmt. Vielleicht ist es ein Tag, vielleicht ist es auch ein ganzer Urlaub. Aber genau wie beim Anrufbeantworter ist es nicht sinnvoll, der ganzen Welt zu signalisieren, dass das Zuhause 3 Wochen lang leer steht. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger und heute zeige ich euch Einstellungsmöglichkeiten und Wirkung des Abwesenheitsassistenten, genauso wie Überprüfungsmöglichkeiten für diese Einstellungen und gebe euch ein paar Tipps, worauf es sich zu achten lohnt. Wenn euch Vertretungs- und Abwesenheitsregelungen noch mehr interessieren, dann schaut euch doch auch die anderen Videos dazu an, die ich gemacht habe bzw. jetzt in nächster Zeit mache. Ich habe euch die in der Infokarte verlinkt. Den Abwesenheitsassistenten findet ihr in Outlook im Menü Datei als automatisch antworten. Und ihr legt hier fest, ob der Abwesenheitsassistent automatisch antworten soll oder nicht. Im Moment nicht und ich schalte ein, dass ich automatisch eine Antwort senden möchte. Text dazu wird auch gespeichert, sodass ihr beim nächsten Mal den Text nur ein bisschen anpassen müsst. Ihr könnt jetzt entscheiden, ob ihr einen bestimmten Zeitraum verwenden wollt. Also wenn ihr zum Beispiel heute Urlaub gebucht habt und der startet in 2 Wochen, dann könntet ihr das schon im Voraus einstellen. Allerdings ist es so, ihr müsst dann immer einen Beginn und ein Ende festlegen. Ich mache das jetzt mal. Wichtig ist hier, das, was ihr an Text eingibt, und zwar egal, ob innerhalb der Organisation oder außerhalb, diese automatische Antwort wird pro Absender nur ein einziges Mal verschickt. Das heißt, wenn ihr 3 Wochen weg seid und euch schickt jemand am ersten Tag eine Mail, kriegt er die Abwesenheitsnotiz. Und wenn er euch dann nach 2,5 Wochen nochmal eine Mail schickt, dann kriegt er dann keine und hat es vielleicht bis dahin vergessen. Aber das ist eine Grundeinstellung hier, damit Leute, die euch öfter was schicken, eben dann nicht so viele automatische Antworten bekommen. Das zweite ist jetzt, ihr müsst euch überlegen, wem wollt ihr die Information schicken, die ihr hier reinschreibt. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr das einstellt, und zwar vor allem das außerhalb meiner Organisation, dann heißt es, jeder, der euch eine Mail schickt, der bekommt eine Antwort. Und wenn das ein Spam-Mail-Versand ist, der eure E-Mail-Adresse erraten hat, dann bekommt der auch eine Antwort. Und dann wird natürlich das Spam-Mail-Aufkommen höher. Das heißt, ihr solltet euch gut überlegen, ob ihr die Abwesenheitsnotiz auch nach außerhalb der Organisation schickt. Und wenn ihr das tut, ich mache das hier mal, dann könnt ihr noch entscheiden, ob ihr nur an die Leute schicken wollt, die in euren Kontakten sind. Also wenn ihr euren Geschäftspartnern schon eine Abwesenheitsnotiz schicken wollt, aber Leute, die neu euch schreiben, nicht, dann wäre das eine gute Möglichkeit. Ansonsten müsstet ihr einstellen, jeder außerhalb meiner Organisation. Und innerhalb meiner Organisation ist immer eingeschaltet, wenn ihr das automatisch Antworten einschaltet. Das könnt ihr nicht ausschalten an dieser Stelle. Wenn ihr dann den Text schreibt, ist es üblich, dass ihr eine Anrede habt und einen Dank und dann was dazu schreibt, wann ihr wieder erreichbar seid. Ich würde normalerweise nicht schreiben, ich bin 3 Wochen in der Toskana oder so, sondern ich würde eben dann schreiben, ich bin ab dann und dann wieder zu erreichen. Meistens lohnt es sich auch, dem Absender mitzuteilen, ob eine Weiterleitung stattfindet. Meistens macht man das inzwischen nicht mehr, dass man weiterleitet. Aber es gibt da natürlich auch Situationen, in denen das sinnvoll ist. Und vielleicht ein Verweis auf die Vertretung, Gruß und Name. Und hier ist noch wichtig, und das habe ich hier mit dazu geschrieben, die Signatur, die ihr eingestellt habt für eure E-Mails, die wird bei der Abwesenheitsnotiz nicht mitgeschickt. Und wenn ihr die hier dabei haben wollt, dann müsst ihr die hier reinkopieren. Das geht im Prinzip auch gut, nur da, wo ihr Bilder in der Signatur habt, da werden die Bilder nicht mit übernommen. Jetzt gibt es noch eine Besonderheit, und zwar kann man auch noch Regeln festlegen. Das heißt, ihr könnt sagen, wenn meine Abwesenheitsnotiz eingeschaltet ist, dann sollen bestimmte E-Mails an bestimmte Leute weitergeleitet werden, automatisch gelöscht werden, in Unterordner verschoben werden oder was auch immer. Aber es ist immer so, erst wird auf die eingehende E-Mail mit der Abwesenheitsnotiz reagiert und dann erst wird die Regel ausgeführt. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel sagen würdet, ihr möchtet bestimmte Mails löschen und da wollt ihr gar nicht, dass darauf geantwortet wird, dann könnt ihr das auch mit diesen Regeln nicht erreichen. Und die Regeln, die ihr im Regelassistent eingestellt habt, da gibt es übrigens auch ein Video dazu, diese Regeln wirken sich natürlich auf die E-Mails, die hier eingehen und von dem automatischen Antworten betroffen sind, auch aus.
Wenn ihr das also alles soweit eingestellt habt, dann bestätigt ihr mit OK. Und dann seht ihr hier, das ist jetzt aktiv. Man kann das dann später auch deaktivieren. Ich lasse das jetzt erstmal aktiv und möchte jetzt mal sehen, was sieht denn jetzt eigentlich jemand in meiner Organisation, wenn er mir eine E-Mail schreibt. Und dafür mache ich einfach eine neue E-Mail auf. Klick auf An, gebe ein meine eigene E-Mail-Adresse. Und dann dauert es unter Umständen ganz ein bisschen, aber dann erscheint hier diese automatische Antwort. Und das wäre das, was jetzt andere Leute innerhalb eurer Organisation zu sehen bekommen. Und man könnte dann, wenn man sagt, okay, dann will ich dem gar nicht schreiben, könnte man den Empfänger darüber direkt auch wieder entfernen. Und dann gebe ich mal noch einen Betreff ein, Test der Abwesenheitsnotiz. Und dann schicke ich das weg. Und ich schicke zwar jetzt an mich selbst, aber eben zum ersten Mal während der Abwesenheit. Und deshalb bekomme ich hier auch eine E-Mail-Antwort. Und ihr seht, also das ist die E-Mail, die ich mir geschrieben habe. Test der Abwesenheitsnotiz. Was mich jetzt interessiert, ist die automatische Antwort. Ihr seht, da steht automatische Antwort davor. Dann kommt der eigentliche Betreff und dann kommt der Text. Und hier kann ich jetzt auch nochmal sehen, gefällt mir die Schriftgröße, die Schriftart und alles, was ich dazu geschrieben habe. Und ihr seht, das ist das, was ich bei intern eingegeben hatte. Wenn ich jetzt testen will, wie das für einen externen ist, dann müsste ich zum Beispiel einen Webmail-Account von mir aufrufen und dann damit schreiben und dann sehen, was da zurückkommt. Das kann ich jetzt hier mit dieser Outlook-Umgebung direkt nicht machen. Wenn ihr dann aus dem Urlaub zurückkommt, dann starte ich Outlook wieder. Und ihr seht, jetzt kriege ich hier gleich die Information, dass das automatische Antworten noch eingestellt ist und ich könnte das jetzt deaktivieren. Ganz ehrlich, wenn ich aus dem Urlaub komme, ich lasse das noch ein bisschen drin. Manchmal schaue ich sogar, dass ich das vielleicht noch einen Tag drin lassen kann. Sollte dann natürlich auch, wenn ich sage, ich komme am 9. August zurück, dann sollte ich es da auch ausschalten, aber vielleicht kann ich es auf einen Tag später orientieren. Dann habe ich noch ein bisschen Zeit, um anzukommen und ein bisschen was von den E-Mails abzuarbeiten, bevor dann schon die ersten kommen und alles Mögliche ganz dringend und eilig haben. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt die wie immer unten in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Anwenden und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.